Ron so gelangweilt. Ich muss zur Schlender, Schlender, Kräuterkunde. Schlender, Schlender, Bei uns Schlender. das Schloss jetzt. Wir merken das bestimmt gar nicht, weil wir im Schloss drin oder vorm Schloss sind. Das ganze Schloss Aber hüpft so durch die Gegend. Das ne? bounced so, ja. Die ganze Welt bounced. Ich finde, diese Berge sehen sehr schön aus im Hintergrund. Ja. Die sehen überhaupt nicht wie eine schlecht aufgelöste Textur aus, die man ja, irgendwie ne. schlecht ausgeschnitten hätte und dann noch eine Textur vom Himmel dahinter gepackt hat. Los, Harry, Professor Sprout wartet drin auf uns. Wir müssen uns vor der Venemosa Tentaculo in Acht nehmen. Ich mag doch Venemosa Tentaculo. Venemosa Tentacula. Venemosa Tentakel. Porno! 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 Harry Potter Porno. Mit Tentakeln. So muss der Bart heißen. Hermine wird vergewaltigt von Venemosa Tentacula. Heute wollen wir den Abtrennzauber lernen. Dass da noch keiner nachgesucht hat. Das Zauberwort für diesen Zauber lautet Defindo. Seht ihr den du hast nicht Spalt Incendio, in der sondern Wand? Defindo? Dahinter Und das ist die Defindo-Herausforderung. Harry, kommst du bitte nach vorne? Das Defindo-Buch. Vor allem sagt sie immer sich Defindo? Auf der anderen Seite des Spaltes. Hol es und du beherrschst den Zauber. Komm dann hierher zurück. Hast du alles so verstanden, Harry? Wie so eine Waldelfe so ein bisschen, ne? Oder so eine Hexe. Oh. Sah das Loch nicht eben noch anders aus? Schon wieder. Gehen wir zu Venemosa Tentacula und lassen uns vergewaltigen. Oh nein, ein Troll. Ich habe gerade gelesen, ein Troll ist eine erregende Frucht, weil ich erst hier so gelesen habe. Oh ja, ich esse gerne Trolle. Davon kriege ich einen Stein. Trolle sind normal. Deswegen war da jetzt eben auch total der Ausfall im Unterricht und überhaupt alle hatten Schiss, weil ja. Trolle in der Schule was Normales sind. Warum? Ja! Da ist einfach wieder einer. Vor allem diese Logik! Vor allem McGonagall redet noch. Schreit ihn mal an! Seid ihr des Wahnsinns? Da kann Nur man bei Lehrer sterben! Nur Lehrer dürfen euch dahin hetzen und euch den Tod auf den Hals hetzen! Da kann man bei sterben! Ihr dürft nur mit Erlaubnis Ein eines Tod. Lehrers ich sterben! Weiß, wie man die besiegt. Ron und ich ja, haben aus versicherungstechnischen Gründen! Die wir jetzt nicht erklären können! Das ist doch Badababam, 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 badababam. Hat der sich nicht eben damit selber erwischt gehabt? Du musst eigentlich wirklich immer über ihn rüberspringen werden. Jetzt ist es wahrscheinlich, dass ich das machen muss. Wo schießt er denn hin? Du musst den Troll dazu bringen, darauf zu hüpfen. Elasto! Mann, das ist doch scheiße. Was machst du, Troll? Der trollt uns. Du musst ihm, glaube ich, wirklich auf den Kopf springen, weil er sich dann auf den Kopf haut. Nee, er hat sich jetzt wieder auf den Fuß gehauen. Wie dumm. Wow, geile Kamera. Die ist sowieso schon die ganze Zeit voll krass. Voll krass, Mann. Kot. Ich bin Kot. Toter Harry. Tot. Gedärme. Blut. Tot. Sterben. Disco-Blumen. Troll. Let's play Elasto. Schwanzpotter. Schwanzus Potterus. Das heißt hässlicher Elasto. Schwanz. Wofür ist überhaupt dieses Elastofeld, wenn es scheinbar nichts mit dem Troll zu tun hat?
Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich eh wieder umbringen lassen. Ich verstehe nicht. Warum nimmst du eigentlich den Schokofrosch nicht? Den habe ich mir für jetzt aufgehoben. Jetzt hat er wieder keinen Schaden davon gekriegt. Das ist voll zu. Ich finde, da unten sieht der aus wie Gollum. So ein bisschen, ne? Bei der Lebensanzeige, ja, so ein bisschen schon, ne? Jetzt hat er schon wieder. Muss ich ihn dazu bringen, auf das Elastofeld zu schlagen, indem ich alle Humore auf ihn feuere? Dann bounce sein Knüppel so ab und trifft ihn. Das macht Sinn. Oder auch nicht, wenn er nicht draufhaut. Hau hier hin. Irgendwie nicht, ne? Pixel genau treffen. Das ist doch scheiße, die anderen Male hat er doch auch gar nicht dahin gehauen. Nein, er haut doch nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Verbuggte Doxies. Wer hat sich das ausgedacht? Verbuggte Trolle. Die Steuerung. Wer hat sich das ausgedacht? Harry, der immer hoch und runter springt, ohne dabei was zu bewirken. Der schon wieder tot ist. Im Spiel geht es um Sterben. Es geht um Trolle. Muss ich ihn dazu bringen, an die Wand zu hauen? Nein. Ich kann hier nebenbei bemerkt auch einfach abhauen. Kokosnuss, Rosenkohl, Toast. Toast! Toast, Fisch, Toast. Ein Herausforderungsschild. Warum soll ich den Troll überhaupt legen? Vielleicht kriegst du ein Herausforderungsschild dafür. Wahrscheinlich. Muss ich den mit Gnomen füttern? Nein, du musst den Gnomen, glaube ich, da reinschmeißen, oder? Wo rein? Da rein? Ja. Irgendwie nicht, ne? Das Spiel ist gerade so für'n Arsch. Spiel ist gerade so scheiße. Da ist ein Schokofrosch. Nennen wir Schokofrosch. Bounce. Nennen wir Schokofrosch. Schokofrosch. Ach, in das Loch muss ich den werfen. Ach, in das Loch muss er rein. Ich steck meinen kleinen Gnomen auch immer in ein Loch. Das hatten wir doch sogar schon. Ja? Ja. Rülpsendes Rennauto. Ja, was haben wir jetzt davon, dass wir den scheiß Gnomen da reingeworfen haben? Nichts, weil erst der Troll besiegt sein muss. Der da meint, wüten zu müssen. Na? Gefällt's dir hier? Fliegt einfach durch ihn durch. Mach mal Flipendo auf den. Vielleicht muss ich Flipendo auf den scheiß Baum machen. Flipendo! Mach mal Flipendo auf den Troll. Ich glaube, das bringt's nicht. Flipendo! Aber ich kann die Sträucher an Flipendo und das macht bestimmt voll Spaß. Wofür? Ich verstehe ehrlich nicht, wie das funktioniert. Versuch echt mal über den rüber zu springen, während er gerade mit der Keule ausholt. Er hat sich ja auch Schaden gemacht, ohne dass ich überhaupt Elasto eingesetzt hatte zwischendurch. Ja, aber versuch mal das so zu timen. Da. Du meinst, während er so kreiselt mit der Keule ausholt, ne? Nein, das macht er zu selten. War hier nicht ein Schurkefrosch? Ja, will ich ja! Aber wenn dieser unfähige... dieses unfähige etwas nicht in der Lage ist, die Kamera vernünftig für sich auszunutzen. Elasto! Toast! Immer dieses Toast! Das war jetzt sein Zauber, ne? Toast! Toast. Das ist, wenn man eine Rede hält, weißt du? Ein Toast auf den Troll. Jetzt haut er sich auf den... Ja! Wo bin ich? Hä?
Ach, ich dachte gerade, ich wäre in der Wand. Ich dachte gerade, du bist in der Hose von dem Troll. Elasto! Jetzt hol aus! Hol aus! Mann, das ist doch scheiße! Elasto! Geh da mal weg, du! Bleib einfach mal immer in der Nähe von seinem Fuß. Elasto! Oder spring ihn nochmal auf den Kopf. Es ist irgendwie random, wann er wie schlägt, ne? Das ist ja auch random. Das ist ja das Behinderte, weshalb es wirklich Glück ist, einen Bergtroll zu besiegen. Weil der absolut unberechenbar ist. Er ist unberechenbar. Könnte theoretisch jederzeit explodieren. Die Bombe tickt. Er ist in Wahrheit einfach so ein voll smarter Typ. Das... Eigentlich ja, ist einfach es, nur so das ist Dumbledore in Verkleidung. Deswegen ja? ist es jetzt auch okay. Ja. Alter, was hat der für eine riesen Arschritze? Guck mal, die geht bis... Ich glaube, das soll der Rücken sein. Nein, das ist die Arschritze. Kann der auch mal was anderes machen? Er hat sich damit jetzt nicht mehr auf den Fuß gehauen. Nee, er hat das ja auch schon voll oft gemacht, ohne sich dabei auf den Fuß zu kacken. Soll sie ja nicht auf den Fuß kacken, er soll sich draufhauen. Muss ich ganz oft um ihn rumlaufen, das ist es auch nicht. Nur wenn er so kreist, musst du ihm direkt vorm Fuß stehen, damit er sich draufhaut. Ja, aber er macht das voll selten. Wie hast du das da im Klo hingekriegt? Da war das einfach random, weil er dann jedes Mal sich Schaden gemacht hat, wenn er ausgeholt hat. So komisch. Ich bin gleich schon wieder tot. Spring, du bist einfach viel öfter auf den Kopf von dem gesprungen auch da. Nein! Doch! Elasto! Ja, aber du siehst ja, dass das nicht so... Vor allem, ich kann ja jetzt nicht mehr über ihn rüberspringen. Jetzt hat der Spasti wieder... Jetzt hat er sich Schaden gemacht, siehst du? Oh, jetzt ist er betäubt. Und hat aber wieder volles Leben, was mir ja voll viel bringt. Jetzt ist der Schokofrosch bestimmt auch nicht mehr auf den Kopf da, ne? Wahrscheinlich um zu triggern, dass er überhaupt so ausholt. Elasto! 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 Spasto! Das Doofe ist, dass der selber dahin geht und ich nur dieses eine Feld habe. Elasto! Alter, das ist der behindertste Bosskampf. Ja. Er haut er sich. Er hat sich selbst auf den Fuß gehauen. Er hat auf das Elastofeld gehauen, vor allem. Also musst du ihn dazu bringen, auf das Elastofeld zu hauen, wenn er so kreist. Scheinbar. Elasto! Ja, aber wie kriegt man ihn dazu? Positionieren, dass das genau zwischen den beiden steht. Ja, aber der läuft ja auch immer total random. Elasto! Hast du gerade Elasto auf den Troll gemacht? Der haut doch manchmal überhaupt nicht dahin, wo du bist. Elasto! Jetzt zum Beispiel. Du bist schon seit einer Ewigkeit gar nicht mehr da. Der stand zu weit weg von dem Elastofeld, nicht weit genug weg, meine ich. Ich verstehe diesen Troll nicht! Ja, super. Jetzt brauchst du Schokofrosch, Schokofrosch, Schokofrosch! Ja, der liegt hier ja nicht mehr. Ich kann nur abhauen. Oder auch nicht abhauen! Weil die Kamera toll ist, meinst du? Die Kamera ist mehr als toll. Sardinengeschmack. Und der Spasti hat wieder volles Leben.
Aber immerhin weißt du jetzt, wie du das machen musst. Wie ich es vermeintlich machen muss. Bis jetzt hat es jedes Mal geklappt. Ja. Wäre nur schön, wenn er das nicht in der, wenn nur nicht jeder hundertste Schlag irgendwie so ein Drehschlag wäre. Wie kriege ich den denn dazu, den zu machen? Mach doch jetzt elastisch schon mal. Elasto! Oder du musst Elasto machen, während. Boing. Boing. Boing, boing. Elasto! Jetzt musst du dich so hinstellen, dass du gegenüber von dem stehst. Ja, aber dann kommt er einfach auf mich zu. Ja, du musst immer so lange ausweichen und immer auf die gegenüberliegende Seite des Elastofeldes gehen. Dann haut er irgendwann mal auf das Elastofeld. Mann, Harry, ich hab den scheiß Ich hab den scheiß Knopf 100-mal gedrückt schon. Warum machst du nichts? Warum bist du so scheiße, Harry? Elasto! Es funktioniert irgendwie nicht. Das ist doch Kacke! Gibt's dafür keine Cheats? Ein unendlich Leben-Cheat? Ah! Ah! Er ist betäubt, aber ich kann die Zeit nicht nutzen, um abzuhauen. Vielleicht war das auch nur ein Glitch, dass ich das überhaupt konnte. Leber. Nee, ich glaube nicht. Ich brauch keine Leber, ich brauch Leben.